Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen uns heute einen schönen Tag und suchen uns ein paar schöne Spots, um zu spazieren. Und natürlich lassen wir dabei noch ein bisschen die Drohne steigen. Auf jeden Fall an den Spots, wo es erlaubt ist. Und ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit bei diesem kleinen Video zwischendurch. Ja, ich befinde mich jetzt bei Allendorf-Lumda und ja, hier gibt es angeblich eine alte Brücke und ich habe gesehen von oben per Google Maps, dass es hier auch noch so ein Stück altes Eisenbahnschienennetz geben tut und ja, das wollen wir uns jetzt mal angucken und gehen mal hier etwas spazieren. So wie es aussieht, kann ich hier auf jeden Fall nicht die Drohne steigen lassen, aber was ich auf jeden Fall weiß, hier ist alles voll an den Seiten mit Brennnessel, also man muss echt aufpassen, wenn die etwas in den Weg reingewachsen ist, dass man nicht dran hängen bleibt. Da habe ich jetzt nämlich mal gar keine Lust drauf. Ja, hier verläuft schon mal die Bahnschiene entlang. Diese verläuft scheinbar komplett neben dem Weg, auf dem ich mich gerade befinde. Dann gucken wir gleich nochmal, wo die Brücke ist. Ganz random mitten auf dem Feld stehen hier, beziehungsweise auf der Wiese stehen hier solche Steinskulpturen. Wahrscheinlich natürlich dann auch hier im privaten Besitz. Man muss wirklich sagen, der Weg hier wirklich schön zum Laufen. Auf der Seite hinter dem Hügel befindet sich die Eisenbahnschienen und hier auch noch ein Stück weiter sind auf der Wiese immer noch diese Skulpturen mit dieser, ich glaube, Trauerweide war es gewesen. Das hat mir auf jeden Fall eine von meinen Zuschauern geschrieben. Danke nochmal dafür. Ja, Drohne steigen lassen wird hier leider nichts. Hier ist es sehr bewachsen und auch an den Feldern direkt rundherum ist erstens mal eine vielbefahrene Straße und dann auch Häuser in der Nähe. Das heißt, wir wollen erstmal niemanden in der Privatsphäre stören und ich muss mich natürlich auch an die rechtlichen Gegebenheiten halten. Das heißt, nicht über irgendwelche befahrenen Straßen fliegen und so weiter. Und naja, da halten wir uns ja natürlich auch dran. Also was hier wirklich viel wächst, sind Brennnesseln, also beidseitig. Man muss wirklich aufpassen, hier wächst die eine oder andere Brennnessel auch mal über den Weg drüber. Das heißt, wenn man da nicht ganz aufpasst und eventuell auch noch eine kurze Hose anhat, habe ich jetzt zwar nicht, aber ja, bleibt man dann auch gerne mal hängen, was dann erstmal nicht ganz so angenehm ist. Ja, und hier haben wir auch die Brücke. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, aber auch hier wieder alles voll mit Brennnesseln. Ich weiß nicht, ob es mit der Jahreszeit zu tun hat oder ob das jetzt einfach hier ein sehr viel Bewachs an Brennnesseln ist. Ich weiß nicht, wie gut man das von hier hinten sieht. Da ist noch so ein Steinbruch. Ich habe aber leider gerade geguckt und der ist noch in Benutzung. Das heißt, auch da wird es nichts mit Drohnen fliegen. Aber ich glaube, das wäre ein geiler Schutz geworden. Naja, dann suchen wir mal weiter nach einem geilen Spot. Ja, ich bin jetzt hier nochmal in der Nähe von Kaldern und gehe hier nochmal ein bisschen spazieren. Hier ist auch wirklich eine richtig schöne Ecke, weil das jetzt, wo ich jetzt spazieren gehe, gleich, man guckt so richtig schön in so ein Tal rein. Ich zeige euch das gleich mal. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Bin mal gespannt, wie ihr es findet. Wirklich eine mega Aussicht. Und was man auch sagen muss, hier sind sehr viele Sitzgelegenheiten. Und hier hinten ist noch so eine Art, wie so eine Art Schutzhütte oder sowas, wie auch immer. Sehr schöne Ecke hier. Und ich denke mal, hier kann man auch gut die Drohne steigen lassen, weil hier spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Hier ist keine Flugverbotszone, hier sind keine Strommäste oder sonstiges.
Ja, ich denke mal, ich konnte ein paar schöne Aufnahmen mit der Drohne machen. Also es ist wirklich ein schöner Spot hier. Da muss ich mir wirklich merken, weil Aussicht wirklich mega, mega, mega. Ja, schön zum Spazierengehen. Auch ein sehr langer, ich denke mal, Rundweg. Hätte man ein ganzes Stück laufen müssen, aber allgemein echt entspannt hier. Wenig los, also von daher absolut perfekt. Wie gesagt, merke ich mir, hier werde ich auf jeden Fall nochmal herkommen. War auch diesmal nur ein kleines Video zwischendurch, deswegen beende ich die ganze Sache hier. Beim nächsten Mal wird auf jeden Fall mal wieder was Längeres kommen, auch ein bisschen Spannenderes, denke ich mal, für den einen oder anderen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, abonniert meinen Kanal, kommentiert meine Videos, ihr kennt das Ganze. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.